Alone at Last, weil meine vorletzte CD eine Trio-CD war, meine letzte CD eine Duo-CD. Und es hat sich einfach so ergeben, dass ich jetzt am Schluss übrig bleibe. Und es soll sich auch im Titel der CD manifestieren, eben mit Alone at Last. Wir haben mit den Vorbereitungen zur CD im Herbst 2011 begonnen und mit dem Recording. Das heißt, der Prozess hat sich ungefähr über ein halbes Jahr gezogen, sehr entspannt. Zum Teil im Studio aufgenommen, zum Teil bei mir zu Hause mit drei verschiedenen Gitarren, mit meinen drei Schätzen. Melodie und Akkorde sind gleichzeitig da. Aber manchmal ist auch ganz konkret irgendein Zitat, das man im Kopf hat. Keine Ahnung, man geht spazieren, man sitzt allein im Hotelzimmer, hat einen ganz kleinen Melodiefetzen und arbeitet von diesen Melodiefetzen dann weiter und es entwickelt sich in eine bestimmte Richtung, oft ganz woanders hin, als man erwartet. Aber das finde ich auch ist ein schöner Prozess, wo man sich einfach treiben lässt. Und ist ja auch oft so, dass eine gute Improvisation zu einer Komposition wird. Ich habe das Glück, dass ich ein super, super großartiges Team hatte. Einerseits natürlich Werner Zedinik. Und bei den Musikern habe ich natürlich die Leute eingeladen, wo ich gewusst habe, das wird wunderbar funktionieren. Luis Ribeiro an der Percussion und Raphael Breuschel am Bass, der auch sofort so agiert hat, wie ich das wollte. Man kann durchaus von einer musikalischen Autobiografie sprechen. Am liebsten ist es mir, wenn es quasi offen klingt. Und wenn es viel frei lässt für persönliche Interpretation, für persönliche Emotionen. Je älter ich werde, desto mehr befreunde ich mich mit der Melodie. Und ich liebe es, Melodien zu spielen, ich liebe es, Melodien zu hören. Für mich sind es Popsongs ohne Worte. Auf dieser CD bin ich auf meiner Gitarre auch der Sänger.